Ich bin zurück in Amerika und ich wurde durchgelassen. Ja, ich freue mich. Ich kann es nicht sehr ausdrücken, denn ich bin krank. Mich hat es erwischt. Lustig eigentlich, denn das letzte Mal, wo ich aus Deutschland nach Amerika gekommen bin für mein erstes Au-pair-Jahr, bin ich auch angekommen und war krank. Da hatte ich jedoch eine starke Erkältung. Jetzt bin ich magenkrank, sage ich mal. Es hat mich auch gestern schon auf dem Flug erwischt. Ich habe den ganzen Flug über geschlafen, habe mir Pillen eingeworfen. Doch im zweiten Flug wurde mir wirklich sehr, sehr schlecht. Das war schon, ja, nicht mehr so schön. Ich lasse weitere Details aus. Nichtsdestotrotz haben wir es heimgeschafft. Es ist jetzt Sonntag und ich liege im Bett. Ich schone mich heute. Ich versuche gerade trotzdem eine gute Miene aufzusetzen. Denn ja, ich habe die zweite Woche über in Deutschland gar nicht gefilmt. Denn es sind persönlich ein paar Dinge passiert, die auf jeden Fall Vorrang hatten und die man jetzt nicht unbedingt öffentlich teilen muss. Jedoch hatten wir eine wunderschöne Zeit. Wir waren auch in Paris. Wir haben alles Mögliche dort gesehen. Wir haben den Eiffelturm gesehen. Wir haben Louvre gesehen. Wir waren am Notre Dame. Wir waren überall. Und wir sind auch überall hingelaufen. Wir sind 1,5 Stunden von unserem Apartment zum Eiffelturm gelaufen und haben dabei schon sehr, sehr viele Dinge gesehen, wie bekannte Museen, natürlich in der Seine entlang gelaufen und einfach schöne Ausblicke gehabt. Außerdem haben wir Elbe in Deutschland auch sehr viel herumgeführt. Wir sind nach Heidelberg, haben ihn Heidelberg ein wenig gezeigt. Wir waren auch in Frankfurt dort ein bisschen unterwegs, wie man auch im letzten Vlog sieht. Da waren wir das erste Mal schon in Frankfurt. Dann waren wir auch öfter mal essen mit Familie und mit Freunden, zum Beispiel mit meiner lieben Cousine. Grüße an dich, wenn du dieses Video schaust. Das Wichtigste fast für mich ist, ich habe endlich mein deutsches Eis bekommen. So einen typischen Eisbecher, den man normalerweise im Sommer isst. Jetzt haben wir November, aber ich wollte mir den einfach nicht entgehen lassen, denn hier findet man sowas sehr, sehr selten so schön angerichtet. Und ja, das Auge ist mit und ja, das macht einen Unterschied für mich. Da gab es schon einige Diskussionen mit mir und Abe, wieso das denn so besonders ist. Wie auch immer, außerdem haben wir Thanksgiving sogar in Deutschland ein wenig gefeiert. Meine Eltern haben das noch nie gefeiert. Ich habe es letztes Jahr auch nicht wirklich gefeiert. Deswegen diesmal in Deutschland. Trotzdem, meine Mama hat ein bisschen Turkey vorbereitet und ja, versucht, Abe ein wenig heimisch fühlen zu lassen. Es war eine wunderschöne Zeit. Jetzt sind wir wieder zurück und der Alltag geht bald los. Ich werde jetzt anfangen, mehr Vlogs zu machen. Weekly Vlogs, denke ich. Und jeden Tag euch ein wenig mitzunehmen. Und dann fangen wir jetzt gleich mal an. Es ist sonntags. Eigentlich gehe ich ja sonntags immer in die Kirche, jedoch heute traue ich mich das nicht. Wer weiß, wie es mir dort geht. Ich liege nämlich sowieso schon die ganze Zeit im Bett. Deswegen werde ich einfach ein wenig Netflix schauen, vielleicht ein wenig an meinem Unikram arbeiten, an Videos arbeiten. Ich habe schon 2 fertig, muss die dann nur noch hochladen. Außerdem lese ich dieses Buch gerade, Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Wer ältere Videos kennt, weiß, ich habe davon den ersten Teil schon gelesen und fand ihn super schön. Den zweiten, da bin ich jetzt auch schon halb durch. Ich habe gestern im Flugzeug angefangen. Das ist meine Sunday-Routine. Update, 11 Uhr. Und immer noch brav im Bett mit meinem Kuscheltier. Das habe ich mir übrigens aus Deutschland mitgenommen. Hat sogar noch in den Koffer gepasst. Das ist jetzt mein täglicher Begleiter aus der Heimat. Jedenfalls bin ich wieder am Lesen und möchte euch ein wenig was zu dem Buch erzählen, was ich im Moment lese. Wie gesagt, das ist der zweite Teil vom Das Café am Rande der Welt. Und hier sind weiterhin sehr, sehr schöne, ja, Lebensweisheiten, würde ich fast sagen, drin. Und da habe ich angefangen, ein bisschen was zu markieren. Zum Beispiel hier, das fand ich ganz schön, da wurde über den Sinn des Lebens geredet, was denn der Sinn des Lebens sei. Und auch gesagt, dass es ein wenig überfordernd sein kann, über den Sinn des Lebens nachzudenken und den herauszufinden. Deswegen sollte man es herunterbrechen auf die 5 Dinge, die man am liebsten tut, sieht oder erlebt, bevor man stirbt. Und damit kommt man dem Sinn des eigenen Lebens näher. Und dann wird hier auch beschrieben, dass man sich auf sich konzentrieren soll. Die Tage sind zu kurz, um Klarheit über sein eigenes Leben zu gewinnen, indem man analysiert, was für alle anderen funktionieren könnte oder nicht. Zum Beispiel wird hier darüber geredet, dass eine Frau sich wundert, was denn passiert, wenn man Familie hat. Wenn du zum Beispiel liebst zu reisen und ein Leben führst, in das vielleicht eine Familie jetzt nicht perfekt reinpasst. Was ist, wenn du deine Familie hast? Aus einer anderen Perspektive kann man aber einfach sagen, wieso machst du dir darüber Gedanken? Es ist keine Pflicht, Familie zu haben, wenn es zu einem nicht passt, dann passt es eben nicht und dann muss man auch nicht schon im Vorhinein die Situation ausmalen und sich darüber Sorgen machen, oder? Ja, weiter hinten habe ich auch noch was Schönes gelesen. Das Navi des Universums und das Navi fürs Auto haben etwas gemeinsam. Sie beobachten uns und je nachdem, was sie sehen, verändern sie die Anweisungen, die sie uns geben. Denn das Universum ist auf unserer Seite. Es denkt sich, sieh nur, wie oft dieser Mensch seine Zeit dort verbringt. Er muss es lieben. Ich werde ihm noch mehr davon schenken. Das Universum sieht alles. Und wir sind immer noch Geschöpfe mit einem freien Willen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir dem dann folgen oder nicht. Und zuletzt, was ich auch noch sehr schön fand, das ist einfach ein Satz über ja,
die Vergangenheit und Erfahrungen, wie man dieses sehen soll. Das kann ich nie verlieren. Keinen Moment davon. Nun, da ich es erlebt habe, gehört es mir für immer. Und dass es wichtig ist, die Vergangenheit für sich zu sehen, denn ohne die Vergangenheit wäre man jetzt nicht, wo man ist. Denn ihre Vergangenheit ist aus gutem Grund ihre Vergangenheit. Ohne ihre Vergangenheit würde sich der gegenwärtige Moment nicht ereignen. Egal ob gut oder schlecht, positiv oder negative Erfahrungen, die machen uns zu dem, was wir sind und bestimmen unsere Zukunft und Gegenwart. Einen wunderschönen guten Morgen. Nächster Morgen. Es scheint die Sonne unfassbar schön. Mir geht's schon viel besser. Ich konnte heute Morgen endlich wieder essen. Siehe hier. Und jetzt bin ich an die Schule gefahren. Es ist kurz nach 8. Um 8.30 Uhr habe ich meinen Kurs. Jeden Montag und Mittwoch. Und da gehe ich jetzt rein. Am Mittwoch habe ich, glaube ich, einen Midterm. Und ich habe jetzt 4 Klassen verpasst. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ob ich denn überhaupt mitkomme. Jedenfalls hatte ich noch ein paar Minuten Zeit. Deswegen bin ich gerade dabei, mein Instagram-Picture zu bearbeiten. Ich bearbeite das immer der Farben wegen, weil ich es immer gerne klar und hell habe auf meinem Account und die ganzen Bilder sehr bunt sind. Nichts gegen bunt, aber ich mag bunt nicht zu sehr. Montagmorgen, Leute. Montagmorgen. Außerdem, ich trinke eigentlich jeden Morgen Kaffee. Ich trinke jeden Tag Kaffee, nicht nur morgens. Heute aber nicht, weil ich immer noch ein bisschen Angst habe wegen meines Magens. Ich fühle es. Ich bin jedoch eigentlich nicht wirklich gejetlaggt, da ich jetzt irgendwie die letzten 2 Tage komplett durchgeschlafen habe, weiß mein Körper sowieso nicht, wann abends und morgen ist. Die gute Seite daran, krank zu sein. So, mittlerweile schaut unser Kühlschrank auch nicht mehr so armselig aus. Denn während ich in Deutschland war, war meine Familie auch im Urlaub. Das heißt, wir hatten hier eine Woche lang niemanden zu Hause. Dementsprechend war hier eben auch nichts. Jetzt war ich endlich wieder einkaufen. Hier, was ich mal wieder gekauft habe, was ich noch nie gekauft habe, ist so ein Skinny Caramel Macchiato von Starbucks. Habe ich schon ein bisschen dran gesippt. Schmeckt richtig, richtig lecker. Ja, und dann so allerlei Zeug. Joghurt, Obst, Gemüse, Eier, Käse, Wurst und alles Mögliche ist hier drin. Mein Joghurt ist da hinten. Dann habe ich auch noch ein bisschen Salsa gekauft, Cream Cheese, alles da. Und jetzt im Moment bereite ich mir dieses Potato Bread zu. Das ist so ein Kartoffelbrot. Hier ist es gerade fertig geworden. Dazu dann ein ganz bisschen der Erdbeeren und ein wenig Apfel, das von heute Morgen übrig geblieben ist. Und auf mein Brot werde ich mir jetzt, na wo ist es? Hier, noch ein wenig Honig machen. Denn ich habe jetzt heute gemerkt nach dem Frühstück, dass ich doch noch nicht so ganz fit bin. Und ich glaube, ich habe persönlich noch ein wenig Probleme damit, Protein zu verdauen. Denn Protein ist der Makronährstoff, der noch am schwersten zu verdauen ist, wo der Körper am meisten für arbeiten muss. Deswegen mache ich heute noch mal ein bisschen High Carb. Trotzdem versuche ich, meine ganzen Kalorien reinzubekommen, denn ich muss euch was sagen, ich habe in Deutschland abgenommen. Ich habe 5 Pounds verloren. Natürlich jetzt auch durch den ganzen Flugstress und jetzt am Ende, dass ich dieses Magenproblem hatte. Außerdem war ich da nicht wirklich trainieren. Aber gut, es ist trotzdem nicht. Ich finde, ich bin dünn genug. Ich brauche da nicht noch mehr, deswegen versuche ich trotzdem, meine Kalorien reinzubekommen. Eben High Carb, esse viel Brot. Gestern habe ich Nudeln noch gegessen und mir so Dinge zubereitet, die leicht verdaulich sind. Hier ist jetzt mein kleiner Snack. Den nehme ich mir mit. Ich bin nämlich gerade wieder am Accounting lernen. Ich habe Schiss vor Mittwoch. Ich meine, es ist nicht wichtig, dass ich einen bestimmten Abschluss habe, aber trotzdem will ich nicht komplett versagen. Dementsprechend setze ich mich hier wieder dran. Wünscht mir Glück, dass ich am Mittwoch nicht komplett untergehe. Danke. Und einen wunderschönen Dienstag. Es ist 9.30 Uhr oder so und ich habe gebacken. Ich habe mein Frühstück hier gebacken und zwar so ein süßes Brot, aka vielleicht auch eher so Vanille-Butterkuchen. Je nachdem, wie es gleich schmecken wird. Denn ich bin immer noch sehr in Backstimmung. Mein jetziges Ziel ist nämlich, ich bin weder auf Diät noch zähle ich sehr genau Kalorien. Ich überschlage immer, habe aber auch gar kein Kalorienziel. Ich versuche mich immer in einer Range aufzuhalten. Bis auf heute, denn ich muss mal wieder ein bisschen mehr essen. Nach diesen 2-3 Tagen Krankheit, wo ja mein Magen verrückt gespielt hat, habe ich eben auch nicht so viel gegessen. Dementsprechend wird es heute eher so ein Refeed-Day. Jedenfalls. Es ist aber auch langweilig, wurde irgendein Ziel. Deswegen habe ich mir das Ziel gesetzt, mehr auf volle, hochwertige Lebensmittel zu setzen. Das heißt, ich möchte weniger verarbeitete Lebensmittel essen. Das habe ich auch schon vor Deutschland versucht. In Deutschland war das
ehrlich gesagt auch gar kein Problem. Was ich zum Beispiel immer gefrühstückt habe, was ich ausgenutzt habe, sind Brötchen mit Frischkäse und Flügel drauf. Amazing. Und die Brötchen in Deutschland, wenn man die beim Bäcker holt, sind sie wirklich hochwertig. Es ist Mehl, es ist Wasser, es ist Hefe. Machen die da noch irgendwas rein? Salz? In manche vielleicht Öl, aber jetzt keine zusätzlichen Stoffe. Und wenn du dir hier das Brötchen anschaust oder die Brote, 12 Grain, lass uns mal sehen. Das hier sind die Ingredients. Fängt schon mal gut an. Whole wheat flour, also Vollweizen. Water, Sugar, Wheat Gluten, Sunflower Seeds, Whole Grains, alles sehr gut. Dann die ganzen Grains, Flax Seeds, Cellulose Fiber, Yeast, Salt, Preservatives, Calcium Sorbic Acid, Monoglycerids, Datum, Natural Flavors, Calcium Sulfate, Grain Vinegar, Rep A and so on. Und was ich hier gebacken hat, hat lediglich 30 Gramm Mehl, 30 Gramm Proteinpulver, 30 Gramm Apfelsauce, 20 Gramm Butter Light, ein Ei, Backpulver, Baking Soda und ein wenig Salz und Süßungsmittel. Dann haben wir es auch schon. Jetzt versuche ich das hier rauszubekommen und dann wird gegessen. Und so schaut das schöne Stück jetzt fertig aus. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Dazu ein Skinny Vanilla Latte. Skinny Caramel Macchiato, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Starbucks Getränk. Und hier habe ich meine Aufstriche dabei gestellt. Ein wenig Honig, Strawberry Jam und natürliche Peanut Butter. So, mittlerweile 11 Uhr. Da ist die Nora wieder. Wer von euch kennt sie? Wir sind gerade in in Mountain View unterwegs auf der Castro Street, um Bilder zu machen. Yay! Jetzt fertig mit dem Shoot, haben ein paar sehr schöne Bilder gemacht. Die werden wir uns jetzt gleich alle angucken, aber davor oder dabei haben wir uns jetzt ein Froyo verdient. Und zwar wollte ich dazu auch noch was sagen. Ich finde nämlich, gerade jetzt, wo ich aus Deutschland zurückgekommen bin, fällt mir auf, sowas zum Beispiel haben wir überhaupt nicht in Deutschland, dass hier wirklich ein Parkplatz ist um Essensmöglichkeiten herum. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Hier die ganzen Autos, hier ist alles voll und die kommen hier wirklich nur hin zum Essen. Ich weiß nicht, in Deutschland haben wir Downtowns, Friedberg-Kaiserstraße. Also eine Straße in einer City, wo man Geschäfte hat und Essensmöglichkeiten hat. Aber so Food Areas wie hier gibt es überhaupt nicht. Das ist ein großer Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, was ich hier zwar perfekt finde, aber was einen auch immer sehr zum Essen verleitet. Also, let's go and get some ice cream. Oh, die haben neue Sorten. Guck mal. Girardelli. Da sind wir. Ich habe ehrlich gesagt schon online geguckt, was die hier für Sorten haben. Apple Strudel, Vanilla, Chocolate. Wie oft die hier Vanilla und Chocolate haben. Oh mein Gott, Dolce de Leche. Guck mal, das ist aus. French Vanilla, das probiere ich aus. Die hatten ja aber noch eine Schokoladensorte, die ich gerne probieren wollte. Naja, ich schau mal. Und da sind wir jetzt. Das sind unsere zwei Kreationen. Ich habe hier French Vanilla Ice Cream mit Oreo. Ja, Sprinkles. Oder ja, geriebene Oreos und geriebene Graham Cracker. Einfach als Flavor drauf. Was hast du für eine Sorte? Ich habe Apple Strudel und Cookies and Cream. Mm. Und dazu dann auch noch Cookie Dough und oh, die Chocolate Sauce sieht gut aus. Das ist Hot Fudge. Oh mein Gott. Das wird dann noch hart. Und die nehme ich einfach aus. Gummibärchen. Das lassen wir uns jetzt schmecken.